Hallo YouTube, heute gibt es ein Video zum Thema, wie man einen starken Charakter als Mensch aufbaut. Und heute möchte ich die Konzepte von Max Lüscher vorstellen. Max Lüscher hat mehrere Bücher geschrieben und ist ein Schweizer. Und dieses Buch hat mir gut gefallen und ich finde, es enthält ein paar sehr interessante Konzepte, die finde ich teilenswert sind, deswegen gibt es dieses Video. Und das Buch, was ich hier zitieren möchte, heißt Der Vier-Farben-Mensch, der Weg zum inneren Gleichgewicht. Das heißt, es ist ein psychologisches Buch und das ist, glaube ich, die erste oder zweite Ausgabe dieses Buchs. Es gibt eine inzwischen neu aufgelegte, aber in dieser alten Ausgabe, da ist er sehr direkt in seiner Sprache und sehr profan manchmal. Ich mag das ja. Also ich habe mich informiert, was der Unterschied zwischen den Auflagen ist und es haben halt Leute gesagt, in den alten Ausgaben und Auflagen, da ist er eben sehr, ja, unzensiert. Und ich mag das immer. Das heißt, ich habe mich darum gerissen, dieses Buch im Original zu kaufen. Es ist auch eine Ausgabe, die ich antiquarisch erstanden habe. Er hat psychologische Konzepte in Farben gepackt. Also das heißt, er hat eine Typologie erstellt, die er auf Farben runterdröselt. Die ist meiner Meinung nach sehr interessant. Also ich wäre persönlich durch meinen Eindruck von Farben, den ich natürlich dadurch, dass ich halt Energien sehe, habe. Also ich habe einen bestimmten Eindruck, was Farben bedeuten und wie Farben wirken. Und aufgrund dessen wäre ich jetzt nicht unbedingt auf die gleichen Konzepte gekommen wie er. Also bei Farben ist es so, dass sie auf alle Menschen eine sehr ähnliche physiologische Wirkung haben, aber eine unterschiedliche psychologische Wirkung. Und deswegen ist es so, dass das für mich sozusagen normal ist, dass meine Zuordnung der Farben anders ist wie seine, weil wir natürlich von unterschiedlichen Erfahrungen und Konzepten ausgehen, die wir aus unserem individuellen Erfahrungsschatz natürlich bilden. Er sagt, der normale Mensch ist der gesunde Mensch bei ihm. Also das ist seine Terminologie. Und er beschreibt sehr einfach, dass das menschliche Leben aus zwei Kreisen besteht. In der Mitte ist das Ich, das ist quasi der Kern. Und drumherum gibt es das Innenleben. Und um dieses Innenleben, der nächste Kreis, ist das Außenleben. Und der normale Mensch, der bei ihm der gesunde Mensch ist, der lebt eben so, siehst du das? Da ist das Ich, das ist das Innenleben, dieser innere Kreis und der äußere Kreis ist das Außenleben. So skizziert er einfach das Dasein des Menschen und er sagt, dass ein normaler Mensch zu werden, das ist quasi das Ziel und leider gibt es nicht sehr viele normale Menschen, aber das ist das, was wir im Auge halten sollen, dass das Innere und das Äußere sozusagen stabil sind und stark unirritierbar. Das ist das Ideal des Menschseins, was er als normalen Menschtypus beschreibt. Dann gibt es noch zwei Abarten und zwar die erste ist der infantile Mensch. Der infantile Mensch sieht so aus. Ich kriege das kaum auf die Kamera, ich hoffe, du siehst das. Das heißt, beim infantilen Menschen ist es so, der bildet sein Ich, was er in der Mitte ist, sein Innenleben, nach der Außenwelt. Also die Außenwelt des infantilen Mensch, die ist eben wie sie ist. Und die ist vielleicht harmonisch, vielleicht auch nicht. Der Punkt ist hier, er macht sein Innenleben komplett von dem Außenleben abhängig. Also der infantile Mensch gestaltet sein Innenleben stets nach den Geboten und Gegebenheiten der Außenwelt. Das heißt, der infantile Mensch, laut Max Lüscher, das ist jemand, der ständig in Reaktion ist. Also wenn im Außen eben da irgendwo ein Druck kommt oder eine Delle kommt, dann wird auch das Innenleben beschädigt. Also wenn von außen eben irgendwas kommt, dann formt der infantile Mensch sein Innenleben ganz exakt und parallel zu der Form, die das Außenleben hat. Ja? Also das heißt,
ein infantiler Mensch hat noch nicht gelernt, dass das Innenleben unabhängig ist vom äußeren Leben des Menschen. Und er sagt eben, diese Form findet man sehr häufig, dass Menschen ungefiltert auf die äußeren Dinge und äußeren Reize reagieren und ihr Innenleben dem äußeren Leben anpassen. Das heißt, es fehlt die Gewahrsamkeit, dass das Innenleben unabhängig ist. Es fehlt die Gewahrsamkeit, dass man ein unabhängiger eigener Organismus ist, wie eben bei einem Kind, was sich ungetrennt von der Welt der Erwachsenen sieht. Ja? Also wenn die Mutter schlecht aufgelegt ist, glaubt das Kind, ich bin schlecht. Ja? Ich bin sicher die Ursache von der schlechten Laune, ja? Weil es sieht sich nicht getrennt vom Zustand von der Mutter. Und der infantile Mensch macht das sein ganzes Leben. Den zweiten Typus, den er sieht und den er eben als krankhaft sieht oder als, sagen wir mal, zu verbessernden Zustand, das ist der Zustand des neurotischen Menschen. Du siehst ja in vielen Fähnchen, dass ich das Buch durchaus gut finde, so viel drin zu lesen. Der neurotische Mensch, ich hoffe, du kannst das gut sehen, der hat ein Innenleben, was eben geprägt worden ist als Kind durch das Außenleben. Jetzt ist mein Lesezeichen runtergesegelt. Ich hoffe, ich finde nachher noch, was ich noch vorzeigen wollte. Also das heißt, als Kind werden wir eben von der Außenwelt geprägt und wir bekommen eine bestimmte Form als Reaktion auf unser Außenleben in unserer Kinderzeit. Und der neurotische Mensch ist jetzt so, dass er diese Form, die wir als Reaktion auf unser Umfeld als Kind angenommen haben, dass wir die beibehalten, selbst wenn unser Leben super gerichtet ist, wenn wir unser Außenleben perfekt herstellen. Wir haben den perfekten Beruf und den perfekten Partner und den perfekten Kontostand und alles ist wunderbar. Wir schaffen wirklich Harmonie und ein schönes, ausgeglichenes Äußeres. Aber das Innere ist trotzdem deformiert und bleibt deformiert. Und er bezeichnet diesen Mensch, diese Form, diesen Typus als neurotischen Mensch. Das heißt, obwohl man so viel Harmonie geschaffen hat und es gibt so viel Anlass zu einem zufriedenen Leben, nämlich zu einem Leben, was so aussieht. Ja, außen ausgeglichen, innen ausgeglichen. Aber man nützt diese Form nicht, stattdessen lebt man die Deformation aus der Kinderzeit weiter und nichts im Außen lässt man so weit an sich heran, dass es bewirkt, dass man das Innere genauso harmonisch gestaltet wie das Äußere. Das heißt, obwohl die Gegebenheiten super sind, bleibt man trotzdem bei seiner Macke. Und das ist seiner Meinung nach der neurotische Mensch. Und das ist ein Zustand, der nicht sehr angenehm ist, in dem manche drin leben und den man kurieren könnte oder sollte. Was ich jetzt noch zeigen wollte und wo mein Lesezeichen rausgefallen ist, ist der Weg, den er beschreibt, den man gehen sollte, um eben diesen Zustand des normalen Menschen herzustellen. Und zwar sagt er eben, jetzt finde ich mein Lesezeichen nicht, ups, Verzeihung, aber ich kriege es vielleicht mit meinem Fuß. Also er hat hier diese schöne Lüschersche Farbscheibe, wo er eben beschreibt, über die vier Farben mit ihren vier Grundeigenschaften kann der Mensch zu einem gesunden Selbstwert finden. Und diese Scheibe hat zwei Seiten. Das ist ganz interessant, weil er sagt eben, was den Menschen sehr charakterisiert, ist die Art, wie er auf Dinge zugeht, das heißt, wie er Zielen entgegengeht, also welche Taktik man wählt, um seine Ziele zu erreichen. Und das siehst du eben hier. Und je nachdem eben, welcher Farbordnung du zugehörst, verwendest du verschiedene Strategien, um deine Ziele zu erreichen. Also wenn du eben der gelbe Farbtyp bist, dann bist du ein Fantast von der Neigung. Und um deine Ziele zu erreichen, wirst du ganz fantasievoll und fantastisch. Oder wenn du der blaue Farbtyp bist, dann bist du ganz sanftmütig, der gutmütige Engel und sagst zu allem Ja und lässt dich immer breitschlagen. Dann ist das deine Zieltaktik, um etwas zu kriegen. Oder wenn du der blaue, das ist der blaue, wenn du der grüne Typus bist, dann steht hier
bist du der eingebildete Pfau, um das zu bekommen, was du willst. Das heißt, du bist arrogant und gehst nach diesem Imponiergehabe und denkst dir, wenn ich den Leuten nur genug sage, wie toll ich bin, kriege ich das, was ich will. Oder vielleicht fällst du in die rote Kategorie, dann bist du ein wichtigtuerischer Angeber. Das heißt, deine Strategie ist höher, schneller, lauter und andere übertrumpfen oder durch irgendetwas besonders auffallen und dich dadurch von der Masse abheben. Dadurch kommst du am schnellsten ans Ziel. Das ist dann deine favorisierte Strategie. Und die zweite Seite ist, zeigt eben, was für Abwehrtaktiken du an den Tag legst, wenn du etwas nicht haben willst. Also es ist ganz interessant, der kategorisiert den Menschen nach Farben und nach, wie gehst du an Ziele heran und wie wehrst du ab, was du nicht willst. Und eben, was hier der erwartungsvolle Fantast war, um ein Ziel zu erreichen, das wird in der Abwehrtaktik zum gewappneten Ritter. Ja? Und was hier der gutmütige Engel war, der eben die Strategie gewählt hat, besonders sanftmütig zu sein, um zu bekommen, was er will. Der sanftmütige Engel wird, wenn er was abwehrt, zum unzufriedenen Teufel, der immer nur jammert und immer nur sich beklagt. Ja. Was hier als Zieltaktik der eingebildete Pfau ist und die Selbstüberschätzung, das ist in der Abwehr die wendige Schlange. Das heißt, das ist jemand, der selbst zweifelt und der Intrigen schmiedet und andere Leute sozusagen für seine Zwecke benutzt, um eben etwas abzuwehren, was er nicht will. Und der vierte Typus ist eben der wichtigtuerische Angeber, wenn es darum geht, dass er etwas erreicht, was er haben will, die Selbstübersteigerung. Und der ist dann der gequälte Märtyrer und der ist dann selbstmitleidig, wenn er etwas abwehrt. Der ist dann sehr, sehr leidend. Ja? Also das ist seine Kategorisierung und die hat auch noch so Unterkategorien, wie du hier siehst. Also es ist ganz interessant, sich mit diesem Chart, was ich gerade runtergeworfen habe, sich mit dem zu beschäftigen. Also diese lyschersche Farblehre ist durchaus interessant und tiefgründig. Und was ich besonders schön finde, er hat eben diese vier Farben, die hat er noch einzeln beleuchtet, also mit charakteristischen Personen, damit man sich merken kann, was man entwickeln kann im Leben. Und zwar, also er schreibt hier, diese vier Farben sollst du eben in der positivsten Form leben. Das ist deine Aufgabe, das heißt nicht, indem du es einsetzt, um ein Ziel zu bekommen oder indem du es für Abwehrtaktiken verwendest, sondern um deren sozusagen höchstes Potenzial zu leben. Und er beschreibt eben, der grüne Typus, das ist der Typus des Edelmanns. Ja, das heißt, da geht es darum, dass du Selbstachtung entwickelst. Grün ist bei Lyscher Selbstachtung. Das heißt Echtheit, Überzeugungstreue, Identität, das Verhalten entspricht der Überzeugungen. Also sprich, er sagt, du wirst von diesem eingedäpschten Mensch zum normalen Mensch, ja, der selbst normal bleibt, wenn es außen schwierig wird, das habe ich vorhin vergessen zu zeigen, wenn es außen schwierig wird, die Innenwelt bleibt stabil. Wenn es außen Druck gibt, die Innenwelt bleibt stabil. Das erreichst du, indem du eben wie ein Edelmann bist. Das ist der grüne Aspekt. Das heißt, du bist echt und du tust, was du sagst und du sagst, was du tust. Der zweite Aspekt, um eben dieses stabile, gesunde Innenleben aufzubauen und zu halten, ist Freiheit. Das ist die Farbe Gelb bei Lyscher und das ist die Figur des Hans im Glück. Und hier schreibt er, das heißt, die gegebenen Möglichkeiten wahrnehmen und unabhängig sein. Ja? Also Selbstachtung Edelmann, Freiheit Hans im Glück. Der dritte Aspekt ist Selbstvertrauen aufbauen. Das ist bei ihm rot. Und er beschreibt hier die Figur des Robinson, Robinson Crusoe von der Insel. Und hier geht es um die Bereitschaft zur Leistung. Das heißt, man ist bereit, sich einzusetzen und man ist dabei, sich zu bemühen, ja, was zu tun, zu handeln. Und es geht um die Anwendung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Das ist quasi der Abenteurer. Also
die Farbe Rot gibst zu entwickeln, wenn du ein stabiles Innenleben haben willst. Und das heißt, dass du Selbstvertrauen aufbaust, indem du dich echt reinhängst in das, was du tust und versuchst, deine Ziele aktiv durchzusetzen. Und die vierte Farbe ist eben Blau. Und bei Blau geht es laut Max Lüscher um Zufriedenheit. Und die Figur, die er da anführt, ist der Diogenes in der Tonne. Den kennst du vielleicht, der Diogenes in der Tonne. Das war ein alter Grieche und der war so zufrieden mit seinem Leben, dass er nur seine Tonne gebraucht hat und sonst nichts. Und als der Alexander, der Große, vorbeigekommen ist, hat er gesagt, ich habe von dir gehört, Diogenes, du bist so ein großer Philosoph und Denker, du hast einen Wunsch bei mir frei, was kann ich für dich tun? Und der Diogenes sagt daraufhin, Alexander, geh mir aus der Sonne. Ja, das heißt, Zufriedenheit ist das Thema, das durch den Diogenes quasi gezeigt wird. Und da geht es um Einordnung in die gegebenen Möglichkeiten, Bereitschaft zu verzichten und umgeben. Ja. Also das fand ich ganz, ganz interessant. Also zusammenfassend, es gibt eben laut Max Lüscher drei Formen von Menschen. Der erste ist der ideale Mensch, er bezeichnet ihn als normalen Mensch. Und der hat die Eigenschaft, dass er ein Ich hat und dass herum es ein stabiles Innenleben gibt und ein stabiles Außenleben. Und dieses stabile Innenleben ist beim normalen Menschen so stabil, dass es auch stabil bleibt, wenn das Außenleben Druck ausübt oder zerfließt. Dann gibt es den infantilen Mensch, der ist immer genauso wie sein Umfeld. Der wird komplett von außen beherrscht und bestimmt und hat noch kein Ich gefunden, hat noch kein Ich-Gefühl entwickelt. Und der dritte Typus ist der neurotische Mensch, der trotz bester Umstände also eine verformte Innenwelt beibehält. Und wie man aus dem herauskommt, dass man eben so innerlich verformt ist, ist, indem man eben die vier Farbqualitäten entwickelt. Das ist Selbstachtung, repräsentiert durch den Edelmann. Da geht es um Echtheit und Authentizität. Die gelbe Farbqualität ist Freiheit, repräsentiert durch den Hans im Glück. Da geht es um Unabhängigkeit und darum, dass man Möglichkeiten beim Schopf packt. Die rote Farbqualität symbolisiert Selbstvertrauen und wird dargestellt durch den Typus des Robinson Crusoe. Und das ist die Bereitschaft, sich einzusetzen und Leistung zu bringen und sich tatkräftig reinzuhängen. Und das vierte ist die Farbqualität Blau, Zufriedenheit, repräsentiert durch Diogenes in der Tonne. Und da geht es um die Bereitschaft zu verzichten und zu geben und um Bescheidenheit. Das fand ich eigentlich sehr schön und ich wollte das unbedingt teilen, weil das sehr inspirierend ist. Ich hoffe, das war für dich ein informatives Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du noch kein Zweiter Blick Insider bist, dann lade ich dich ein, dass du diesen Service von mir probierst. Das ist eben etwas, was ich kostenlos anbiete. Da bekommst du auch gesperrte Inhalte, die es nirgends öffentlich im Internet zu sehen gibt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und ja, vielleicht bis zum nächsten Video. Tschüss.